Hi Leute, es ist heute ein ganz anderes Video, als es sonst auf meinem Kanal jeweils gab. Ich habe nämlich auf Discord gefragt, soll ich mal so eine Art Video machen? Nämlich zum Beispiel das heutige Thema, was sind meine Lieblings-Switch-Spiele? Und zwar nur ich und ich bringe es auf meinen Kanal raus. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache es mal einfach und schaue, wie es euch gefällt. Ich weiß, ich habe währenddessen Talk with ATNL. Da sprechen ich und Elpro nämlich über bestimmte Themen sehr lange und ihr könnt es halt ganz normal, als wäre es ein Podcast, anhören. Aber ich möchte auch mal nur für mich sprechen und vielleicht stimmt ihr mir bei einigen Sachen zu. Ja gut, dann würde ich sagen, wir starten mit dem Video und viel Spaß damit. Mit den besten Switch-Spielen. Man kann sich schon vorstellen, welches Spiel einer meiner Lieblinge ist. Es ist Mario Kart 8 Deluxe. Ich habe echt eine Menge an diesem Spiel gesessen und es macht mir immer noch viel Spaß. Vor allem die Rivalität mit Last Gaming ist eine ganz tolle Sache. Oder mit April ist es auch richtig spaßig. Allerdings hat Mario Kart eine Ursache, die auf uns Gamern stark reagiert. Yes, yes! Was mache ich da mit meinen Händen? Ich tanze in den Käse. Wieder! Rex, Alter! Trotzdem macht Mario Kart im Online-Modus auf jeden Fall sehr viel Spaß. Komischerweise lande ich auch manchmal einer der Besten. Aber meistens bin ich einer der Schlechtesten. Eins der wenigen und tollen Ereignisse im Jahr 2020 war nämlich die Veröffentlichung von Super Mario 3D All-Stars. Ich finde es allgemein gut, dass sie von dem damaligen Super Mario All-Stars nun auch eine 3D-Kollektion gemacht haben. Ich habe mich echt gefreut, als sie es angekündigt haben. Super Mario Galaxy ist dabei. Und auch Super Mario Sunshine erscheint auf die Switch. Ach ja, und es gab auch Super Mario 64. Ich habe zwar Super Mario Galaxy und Super Mario Sunshine schon mehrmals gespielt, aber ich hatte sonst Super Mario 64 DS und ich war nicht gut darin. Was mich allerdings enttäuscht hat in Super Mario 3D All-Stars, ist, dass sie Super Mario Galaxy 2 nicht hinzugefügt haben, sondern in die Ecke gelegt haben. Dieses Spiel ist nämlich mein Lieblingsspiel. Nach Partners in Time natürlich. Aber ich hoffe, Super Mario Galaxy 2 wird auf der Switch spielbar sein. Ach ja, übrigens. Ich mag Super Luigi Galaxy nicht. Dabei habe ich es seit einer Woche gewusst, dass es wirklich existiert. No joke, davor wusste ich es gar nicht, dass Super Luigi Galaxy überhaupt wirklich existiert. Und es ist einfach noch schlimmer als Mario Galaxy. Eins meiner Favoriten ist ein interessantes Spiel. Ring Fit Adventure. Ich habe es geholt, als Hübi mich mit seinem Let's Play überzeugt hat und ich habe es auf Instagram gepostet und gezeigt, dass ich es mir gekauft habe und es sein Verdienst war, dass ich es mir gekauft habe. Es macht wirklich Spaß und es ist auch eine gute Idee. Ich habe zwar seit Monaten es nicht mehr gespielt, aber wenn ich darüber nachdenke, ist es jetzt während der Corona-Pandemie passend, da mein Basketballtraining ausfällt. Ich finde es auch cool, dass in Ring Fit Adventure, bevor man anfängt, erstmal ein Warm-up gemacht wird. Bei mir beim Basketballtraining oder vor einem Spiel hatte ich ein spezielles Warm-up. Spaß, aber ich wünschte, ich könnte danken. Das wäre echt schön. Ihr werdet es mir wahrscheinlich nicht glauben, aber dieses Spiel gilt als einer meiner Favoriten. New Super Mario Bros. U Deluxe und Luigi U. Ich habe zwar ein scheiß Jahr für mein Let's Play gebraucht, aber trotzdem macht das Spiel mit Freunden ziemlich Spaß. Letztens habe ich mit einem Freund angefangen, Super Luigi U zusammen zu spielen. Und es gab echt einige witzige Momente. For 3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers! Jetzt mal Real Talk, ich habe das Spiel nicht gekauft, weil es auf die Switch rausgebracht wurde und ich zu faul war, die Wii U anzumachen, sondern weil das Spiel für die Wii U kaputt gegangen ist und da dachte ich mir, okay, ich hole es mir für die Switch.
Das war doch eine wunderschöne Geschichte, oder? Dieses Spiel bleibt lange in schöner Erinnerungen. Ich spreche von Super Smash Bros. Ultimate. Smash Ultimate hat echt sehr viele Charaktere und es kommen ja noch mehr Charaktere. Irgendwann wird das Spiel noch platzen aufgrund von zu vielen Charakteren im Spiel. Es kamen auch eine Menge an DLC-Charaktere, darunter Steve. Ganz ehrlich, ich habe nie mit ihm gerechnet. Außerdem werden noch mehr Charaktere gefordert, darunter zum Beispiel Son Goku, Gino und noch mehr. Aber das Spiel macht viel Spaß, vor allem mit Freunden. Vor allem habe ich auf jemanden ein Auge geworfen. Spaß beiseite. Aber ich habe schon Spaß mit einigen Charakteren. Aber es gibt auch welche, die ich überhaupt nicht mag. Jedenfalls bin ich gespannt, wer der nächste Charakter wird. Und ich hoffe, ich kann wieder mit Last Gaming oder mit April ein bisschen Smash spielen. Was sind denn eure Lieblingsspiele auf der Nintendo Switch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann lasst, wenn ihr wollt, einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, Leute. Lasst alle bitte 18er und ein Like da. Abonniert mich. Leider ja.